Vorspielern? Oder bist du? Sir, you are being hunted. Und du bist der Jules, ne? Ja, aber du bist gehunted. Wir können ja, auch zum Madame, dann heißt es Madame, you are being hunted. Ah. Ja, das ist der Hammer. So. So, das ist ein lustiges Eco-Shooter-Spiel, wo man wegrennen muss vor diesen lustigen Robotern, die... Ja, so ein bisschen Englisch werden. Ja, genau. Ja, ich mit dem Jules, machen wir mal eine kleine Spielvorstellung von so Indie-Games, ne? Ja, ich muss aber vielleicht mal die Lautstärke... Aber ja. die kann man nicht ändern, anscheinend. Ja, das war doch jetzt Grafik. Ja, aber das ist Grafik. Das reicht doch. Ja, Control und Grafik ist der Hammer. Ja, das ist aber noch eine andere Farbe. Ja, das ist die Alpha. Dann drehen wir das nochmal ein bisschen runter. So. Und jetzt geht's los. Ja, jetzt bringt's auch. Ja. So, ich hab mal gespielt. Schon länger her. Ja, du spielst das Spiel immer nur einmal, ne? Und dann legen sie trotzdem auf deiner Festplatte rum. Ja. Ach, ja, geil. So. Hier kann man halt die Welt erstellen. Drück schon mal hier wild rum. Fans Mountain Rural Bild. Ja, ja gut, achso, die ist immer, die wird immer. Immer random. Ah, ja. So. Zufall meinst du? Wir sind im Englischsprachigen, da heißt es Zufall. So, und wir sind halt ein Mensch und wir werden ausgesetzt in der Wildnis zur Jagd. Und die Roboter jagen uns Menschen. Ja. Jo. Das ist eigentlich so wie diese Fuchsjagd, diese englische, nur dass wir die Füchse sind. Wir sind genauso fluffig und süß. Findste? Und klein. Ja. Na gut. Manche haben einen kleineren, manche einen größeren Schwanz. Ja, bei manchen ist er wuschelig. Bei manchen nicht. Glatt. Glatt? Ja. Ja, das ist so. Jo. Kommt vor bei den Welpen. Und bei manchen ist er auch rot, gell? Ja. Das sind ja rote Füchse. Manche sind aber auch schwarz. Was? Schwarze Füchse, noch nie gehört, oder was? Es gibt auch Albino-Füchse, die sind weiß. Was tischst du mir hier für Märchen auf wieder? Was wie Märchen? Du kommst mit so einem Scheiß jetzt hier? Hast du schon mal Gebrüder Grimm gelesen, oder was? Hast du da etwa eine 10-Kilo-Packung Cracker? Willst du mich verarschen? Wieso ist sie halb leer? Willst du mich verarschen hier? Das ist keine 10 Kilo. Mein Gott, ich wundere mich, als dass du alles nicht in deine Unterwäsche passt und dann sehe ich hier diese Scheiße da. Soll ich mal den Teller wegtun? Ist da noch Käsetipp drauf? Nee. Aber guck mal, das ist noch Das habe ich eben schon gesehen. Ich habe es aber total weggeignoriert. Aber gib mir doch mal die Regenbogen-Mentos da neben den Pralinen. Ja, das sieht gut aus. Ich esse mal einen Regenbogen-Mentos. Was ist das jetzt für eine Sorte? Das ist Waldbär, oder? Nee. Ich weiß nicht. Haben die Farben da draußen? Nee, das ist zwei Stück immer jeweils. Genau, das ist Farbe. Auch drin, oder was? Genau. Ach, jetzt habe ich was. Habe ich denn hier? Kackbraun. Nee, nimm doch noch einen in den Mund. Nee. Warum nicht? Ich nehme mal zwei in den Mund. Ja, du darfst nicht immer so übertreiben. Doch, mein Mund ist groß, deswegen. Was lädt denn hier? Also deswegen reden wir ja auch als so eine Scheiße. Ach, das hab ich doch gar nicht mitgekriegt. Soll ich dich mal am Kopf massieren? Nein, aber du hättest vielleicht nicht alle Länder aussuchen sollen, die es da zur Auswahl gab, ne? Doch, hätte ich. Ja? Es ging ja nicht anders, es muss so sein. Mmh. Wäre schon eine Kinderschokolade dazwischen? Nee, ich hab noch an meinem Schmint. Nee, das ist Mentos. Mint liegt da. Ja, ich weiß. Also, das ist hier ein Candy Shop. Ne? Süßigkeiten, Paradies. Ah, ich bin in den Joghurt getreten. Im Sitzen. Ja. Ich frage mich nur, wo das Kinderpinguin auf einmal herkommt. Na gut, ich meine. Das ist wie hier wie im Schlagaffenland. Ja, das ist mal gut. Ah, los geht's. Experiment has gone terribly wrong. Ah ja. I fear you may be trapped on the archipelago, but don't panic. The standing stones should be nearby. Du bist eine Kinderschule. With them and some sharp, you may still be able to escape. Listen very carefully, and you might just survive. Okay. I'm afraid pieces of the device are now scattered across the islands. They became quite hot during the experiment, so perhaps you could look for the smoke. Bring any you find back to the standing stones, then we should be able to get you home. I'm dreadfully sorry, sir, but this does mean postponing dinner preparations. I do hope you remember to eat. Mit Hühnchen. You must try to keep your strength up.
perhaps some tea and biscuits from one of the nearby houses. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, was du da sagst. Not at home. Guck mal, die jagen uns jetzt. Oh, and Zylinder do be careful, sir. You're being hunted. Oh, ja. Okay. Warum lachst du denn? Ich weiß es nicht. Man hätte es auf